Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern zu Hause. Hier ist wieder eure Lena von den Meridini und begrüße euch herzlich zum Meridini Kids at Home Special. Und wie versprochen, machen wir heute das zweite Tuschebild, das Klatschtuschebild. Dafür braucht ihr wieder ein weißes leeres Blatt und unsere Wassermalfarben. Einen Becher Wasser und einen Pinsel dazu. So, also dann lasst uns anfangen. Zuerst einmal knicken wir das Blatt in der Mitte. Wir falten es und streichen da die Mitte so gerade, damit wir das Blatt einmal so in der Mitte geknickt haben. So sieht das dann aus. Und dann malen wir mit der Farbe auf die eine Seite des Blattes, aber nur auf die eine Seite, alles, was wir wollen. Das kann ein Motiv sein, ein Tier, eine Blume. Ich male jetzt heute mal einen Schmetterling, male aber nur die eine Hälfte von dem Schmetterling. Das ist wichtig. So, der bekommt hier einen roten Körper. Und dann zwei Flügel. Wichtig ist hierbei auch, dass ihr viel Wasser verwendet, weil wenn wir das Bild nachher zusammenklatschen, dann soll ja auch die Farbe auf die andere Seite kommen. So, Flügel Nummer 1 und Flügel Nummer 2. So, wenn wir dann unseren halben Schmetterling gemalt haben, klappen wir das Bild zusammen. Und klatschen jetzt da drauf und klatschen den Schmetterling fest. So. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, haben wir jetzt einen ganzen Schmetterling. Ja. Also lasst eurer Fantasie freien Lauf. Malt Tiere, Blumen, Pflanzen. Was auch immer und macht euer eigenes schönes Klatschbild zu Hause. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.